König, drum gedenke unser, O Herr, wenn du kommst in deinem Königtum. Selig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Königtum der Himmel. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit oder doch Dreiheit. Dein Königtum komme, gesegnet sei Gott. In dieser Ausgabe von Gebetbuch erklärt geht es um schwierige Stellen der deutschen Übersetzung orthodoxer Gebetstexte. Orthodoxe Gebetstexte sind oft poetisch und sogar rhythmisch verfasst worden. Das bedeutet, dass die Übersetzung nicht nur theologisch sauber, sondern auch nach Möglichkeit schön klingen soll. Das ist ein schwieriger Spagat. Eine Übersetzung ist immer ein Kompromiss. In Deutschland gibt die Übersetzungskommission der orthodoxen Bischofskonferenz seit einigen Jahren Übersetzungen der liturgischen Texte heraus. Dabei achten die Übersetzer, zu denen ich auch gehöre, darauf, theologisch und philologisch sauber, in sich konsistent und möglichst wortkonkordant zu arbeiten. Wortkonkordant bedeutet, dass dasselbe griechische Wort nach Möglichkeit immer mit demselben deutschen Wort übersetzt wird. Also zum Beispiel das griechische Vasilia mit Königtum oder Nous mit Geistkraft. Dabei wurden manche deutsche Begriffe umgeprägt oder seltene oder alte Worte verwendet. Manche etablierte deutsche Übersetzungen weichen doch stark vom Original ab, wie zum Beispiel die Übersetzung Dreifaltigkeit für das griechische Trias. Andere sind durch die westliche Geistesgeschichte so stark belastet, dass wir sie ersetzen mussten. Vater unser, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Für viel Diskussion hat die Übersetzung des Vaterunsers gesorgt. Sehen wir es uns einmal an. Vater unser, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Königtum komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In diesem ersten Abschnitt fallen bereits mehrere ungewöhnliche Formulierungen auf. Warum sagen wir, der du bist in den Himmeln? Im Hebräischen ist das Wort für Himmel ein Pluralwort, Hashamayim. Diesen Plural hat das Griechische an dieser Stelle bewusst übernommen. Durch den Plural wird verdeutlicht, dass es hier nicht um den physischen Wolkenhimmel geht, sondern um die ganze Weite des Überirdischen. Die sogenannte ökumenische Übersetzung des Vaterunses hat diese sprachliche Besonderheit vereinfacht und wegübersetzt. Dein Königtum komme. Dein Königtum komme. Über diese Übersetzung haben wir in der Übersetzungskommission ausführlich diskutiert. Im griechischen Original steht hier das Wort Vasilia, das sich vom Vasilevs, dem König, oder Vasilin, Herrschen, ableitet. Wie im Hebräischen Malkut von Melech, dem König, sich ableitet. Hier geht es also darum, dass wir Gott um seine Herrschaft bitten. Das Wort Reich impliziert eher ein geografisches Gebiet oder eine Verfassungsform, während Königtum, die Realisierung der Herrschaft Gottes, sehr viel treffender zum Ausdruck bringt. Das wird in den meisten Sprachen übrigens so beibehalten. Im Lateinischen Regnum Tuum von Rex und nicht von Imperium. In den slawischen Sprachen Zarstwo von Zar und im Englischen Kingdom von King. Unser notwendiges Brot gib uns heute. Lesen wir weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser notwendiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Martin Luther hat die Übersetzung unser täglich Brot geprägt. Tatsächlich beschreibt das griechische Wort Epiusion die Tagesration eines Soldaten. Insofern passt die Übersetzung täglich durchaus. Aber wörtlich bedeutet es das zum Leben oder sogar zum Sein Notwendige. Und vergib uns unsere Schulden. Und warum heißt es Schulden und nicht vergib uns unsere Schuld? Es gibt im deutschen Sprachgefühl einen deutlichen Unterschied zwischen der Schuld und den Schulden, die man bei jemandem hat. Der deutsche Schuldbegriff hängt mit der lateinischen culpa zusammen, die eine moralisch-juristische Schuld bedeutet, also zum Beispiel die Schuld oder Urheberschaft an einem Verbrechen. Der griechische Begriff, der hier im Plural steht, ta ophelimata, kommt aus einem eher wirtschaftlichen Kontext. Im Wörterbuch zum Neuen Testament von Bauer Arland wird das Wort mit Geld- oder Sachschulden verbunden. Diese Art von Schulden hat man bei jemandem.
Man ist nicht schuldig vor jemandem. Deshalb können wir auch im nächsten Halbsatz sagen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht hier eben nicht um Rechtfertigung oder Entschuldigung, sondern um das Verzeihen konkreter Vergehen. Der letzte Satz ist identisch mit der ökumenischen Fassung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Vaterunser haben viele Kirchenväter und moderne Theologen auf verschiedene Weise ausgelegt. Unsere Übersetzung versucht, dieser Rezeptionsgeschichte Rechnung zu tragen und die Schwierigkeiten des Textes nicht glatt zu bügeln. Selig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Königtum der Himmel. Es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe zentraler theologischer Begriffe, bei denen wir neue Wege beschritten haben. Den griechischen Begriff Trias, lateinisch Trinitas, haben wir mit Dreiheit übersetzt, das heißt wörtlich übertragen, wie es auch in den meisten anderen Sprachen gehandhabt wurde. Troiza, Trinity, Trinité, die meisten europäischen Sprachen hatten es leichter als die deutsche, weil sie das lateinische Lehnwort verwenden konnten. Im Deutschen wurden seit dem 18. Jahrhundert lateinische Begriffe bewusst durch germanische Wörter oder durch Neuschöpfungen verdrängt und ersetzt. Die deutsche Sprache ist davon bis heute so geprägt, dass lateinische Begriffe als künstliche, akademisch-philosophische Fremdwörter wahrgenommen werden und nicht zu einer Gebetssprache passen. Andere Übersetzungen wie Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit sind umschreibende Wortschöpfungen, die eher irreführend und am eigentlichen Begriff vorbeigehen. Jetzt und immer da und in die Ewigkeit, die Ewigkeit. Amen. Du einzig gezeugter Sohn und Wort Gottes, der du unsterblich bist. Ein weiterer Begriff, der auf den ersten Blick befremdlich erscheint, ist die Übersetzung des griechischen Monogenes, das bisher meistens als eingeboren übersetzt wurde, während in unserer Übersetzung konsequent einzig gezeugt verwendet wird. Zum Beispiel im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig gezeugten Sohn. Das griechische Wort setzt sich zusammen aus Monos, ein, und Gignome, sein, werden. Monogenes bedeutet also wörtlich der, der ein Einziger ist, ein Einziger seiner Art, ein Unikum. Es steckt aber auch das Wort Geno, Zeugen, Gebären, zur Welt bringen darin, sodass das Wort auch in der Bibel gerade für einzige Söhne verwendet wird. Der einzige Sohn der Witwe von Nain oder der einzige rechtmäßige Sohn Abrahams werden jeweils als Monogenes bezeichnet. Im Johannesevangelium und an anderen Stellen wird Christus mehrmals als Monogenes du Patros, einzig Gezeugter des Vaters, bezeichnet. Unter den frühen christlichen Theologen sorgte der Begriff durchaus für große Diskussionen, die so weit gingen, dass man Jesus Christus nicht als Sohn Gottes, sondern einfach als einzigen seiner Art, als einzigartiges Geschöpf Gottes verstehen wollte. Doch dem widersprechen die Bibeltexte, indem sie explizit vom Monogenes Ios, also vom einzig geborenen oder einzig gezeugten Sohn, sprechen. In unserer Übersetzung einzig gezeugt haben wir also bewusst an diesem Aspekt festgehalten. Zweitens haben wir uns für den Begriff Zeugung und nicht Geburt entschieden, weil im Deutschen kaum die Rede davon sein kann, dass ein Vater sein Kind gebar, durchaus aber davon, dass der Vater seinen Sohn zeugte. Umgekehrt heißt in unseren Texten die Theotokos Gottesgebären, von Theos und Tokao gebären. Auch um diesen Begriff wurde im frühen Christentum gerungen, denn es geht ja darum auszudrücken, dass Maria Jesus Christus, den Sohn Gottes, wirklich als Gottmensch zur Welt brachte und nicht etwa einen von Gott gesegneten, aber gewöhnlichen Menschen. Den für das deutsche Ohr gewohnten Begriff Gottesmutter gibt es im Griechischen auch, Theo Mitir oder Mitir Theou. Aber er bringt diese zentrale Botschaft des Evangeliums, dass Gott Mensch und von einer Jungfrau geboren wurde, nicht so prägnant zum Ausdruck. Doch dort, wo er im Griechischen steht, wird er von uns natürlich auch als Gottesmutter übersetzt. Selig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Königtum der Himmel. Eine andere Gruppe bilden wichtige Begriffe der orthodoxen Askese und Anthropologie. Das wichtige griechische Wort Metania setzt sich zusammen aus Meta und Noeo und heißt so viel wie umgeisten, seinen Sinn umwandeln, im Geiste umkehren, eine neue Gesinnung an den Tag legen. Er spielt für die Predigt also eine entscheidende Rolle. Johannes der Täufer und Jesus Christus selbst beginnen ihre Predigt mit dem Aufruf,
Metanoite, also tut Buße oder kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und der Aufruf zur beständigen geistigen Umkehr und Rückbesinnung auf Gott ist grundlegend für das geistige Leben. Im Deutschen haben wir hier zwei Begriffe verwenden müssen, Buße und Reue. Keiner davon gibt den griechischen Begriff wirklich treffend wieder, sodass wir, anstatt ein neues Wort zu erfinden, darauf bauen müssen, dass die Begriffe durch ihre Verwendung in den Gebetstexten neu geprägt werden. In der Metania steckt, wie gesagt, das Verb noeo und damit nous, ein sehr wichtiger Begriff für die theologische Anthropologie. Er wird oft mit Geist übersetzt. Wir sprechen zum Beispiel von Körper, Seele und Geist des Menschen. Geist ist aber auch der Heilige Geist, Agion Pneuma. Um diese Verwechslung bzw. Unschärfe der deutschen Sprache zu vermeiden, haben wir in unserer Übersetzung den Begriff Geistkraft gewählt. Das trifft die Bedeutung des griechischen Nous, denn es geht um eine Fähigkeit, ein Organ des Menschen, das Auge der Seele, wie Jesus es nannte. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ein für die asketische Literatur zentraler Begriff ist die Sophrosyne, die traditionell als Keuschheit übersetzt wird. In seiner mittelhochdeutschen Bedeutung war Keusch oder Keuschheit tatsächlich ein weit gefasster Begriff. Es kommt vom lateinischen conscire oder conscius, also bewusst oder besonnen. In der modernen deutschen Sprache hat sich Keuschheit aber eingeengt auf die körperlich-geschlechtliche Enthaltsamkeit. In Wirklichkeit ist unter Sophrosyne sehr viel mehr zu verstehen. Soos heißt ganz, heil, gesund und Phryn, Haltung, Gesinnung. Sophrosyne ist also eine ganzheitliche, heile Gesinnung. Das Kirchenslawische hat hier wortwörtlich übersetzt mit Zelo Mudrie. Der deutsche Begriff Besonnenheit, den wir verwendet haben, versucht genau das zum Ausdruck zu bringen. Die orthodoxe Kirche ist insbesondere eine betende und lobpreisende Kirche. Am Anfang jeder Gebetshandlung sprechen wir Ehre dir, o Gott, Ehre dir. Immer wieder sagen wir Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hier fehlt also das Verb. Man könnte sagen Ehre sei dir, aber auch Ehre ist dir. Beides schwingt in Wirklichkeit mit und diese Gleichzeitigkeit soll auch zum Ausdruck gebracht werden. Übrigens kennen wir die Wendung auch im Deutschen. Wir sagen ja zum Beispiel, Ehre, wem Ehre gebührt. Jetzt und immer da und in die Ewigkeit, Ewigkeit, Amen. Die meisten Gebete enden mit der Formel in die Ewigkeit der Ewigkeit. Auch hier gab es in der Vergangenheit verschiedene Übersetzungen. In alle Ewigkeit. In die Äonen der Äonen, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wir haben sehr lange und ausführlich über die beste Ausdrucksweise nachgedacht und diskutiert. Wir wollten diese mystagogische und apophatische Formulierung unbedingt ins Deutsche übertragen und nicht einfach glattbügeln. Aber auch nicht fremdsprachliche Begriffe wie Äonen oder die Ewen verwenden. Der Plural, die Ewigkeiten der Ewigkeiten, wie im Original, wäre aber wiederum allzu lang und verstieße gegen die deutsche Sprache, in der Ewigkeit keinen Plural kennt. So sind wir bei in die Ewigkeit der Ewigkeit verblieben. Segne meine Seele den Herrn und alles, was in mir ist. Im Übrigen ist auch das Wort für segnen interessant. Das griechische Evlogin oder das hebräische Baruch hat immer zwei Richtungen. Gott segnet uns von oben nach unten oder wir segnen Gott. Auf Deutsch ist es vielleicht etwas ungewöhnlich, davon zu sprechen, dass wir Gott segnen oder ausrufen, gesegnet sei Gott. Es gab deshalb zum Beispiel im Katholischen Übersetzungen wie gebenedeit seist du. Oft wurde der Begriff auch frei übersetzt durch gepriesen seist du. Preisen ist aber ein anderes Wort. Evlogien heißt wörtlich gut sprechen. Gutes Sagen, Segnen. Und es wird in der altgriechischen Literatur auch explizit als Gegenteil von Verfluchen verwendet. In diesem Begriff spiegelt sich die Vorstellung, dass gute wie böse Worte allein durch das Aussprechen eine entsprechende Wirkung haben. Segne meine Seele den Herrn und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, gesegnet bist du, o Herr.
Sie sehen, sobald man sich mit der Übersetzung beschäftigt, ist man mitten in einer sehr tiefen theologischen Diskussion. Ich hoffe, wir konnten Ihnen an diesem Beispiel zeigen, wie fein die Ausdrucksweise der orthodoxen Theologie ist. Manche der Begriffe, die wir heute besprochen haben, sind zugegeben gewöhnungsbedürftig. Vielleicht stellen wir in einigen Jahren fest, dass manche Begriffe sich de facto nicht durchgesetzt haben und revidiert werden müssen. Insofern ist die Übersetzung ein Angebot. Ich hoffe aber, dass die Gläubigen ihr eine echte Chance geben und sie ernsthaft prüfen. In diesem Sinne, Irini Imin, Shalom Alechem, Frieden sei mit euch.